Vincenzo Grifo verlässt Gladbach nach nur einem Jahr und wechselt für 5,50 € Ablöse nach Hoffenheim. Foto: Picture Alliance Pressefoto Room. Mühe allein genügt nicht. Intensiv versuchten die Roten, Vincenzo Grifo, 25, aus Gladbach nach Hannover zu locken. Es sah zunächst auch gut aus. Doch als die Konkurrenz in den Poker einstieg, sanken die 96 Chancen. Jetzt sind sie futsch. Grifo sagt ciao. Der Italiener sagte bei 96 ab, hat sich für Hoffenheim entschieden. Der Hauptgrund: Bei der TSG kann er in der Champions League spielen. Von Europa ist Hannover aktuell weit entfernt. Der Italiener spielte schon zwischen 2012 und 2014 für die TSG, schaffte aber nie den Durchbruch, nur 12 Profispiele. Jetzt hofft er, im zweiten Anlauf voll durchzustarten. Die Ablöse liegt bei 5,5 Mio €. Nach Julia Osako, 28, Bremen, und Pascal Köpke, 22, Hertha, ist Grifo der dritte geplatzte Transfer. Und das, obwohl sich Horst Held und André Breitenreiter mit viel Herzblut um die Offensivrakete bemüht hatten. Grifo soll von Breitenreiter und seiner Fußballidee begeistert gewesen sein. Laut Boss Martin Kind habe Grifo vor seiner Hochzeit Ende Mai sogar signalisiert, dass er gern zu uns kommen würde. Doch dann stiegen Hoffenheim und italienische Clubs, Lazio, Florenz, ein. Am Ende entschied sich Grifo für die Champions League mit Hoffenheim und gegen den Abstiegskampf mit 96. Teilen, Twitter, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.